Was geht ab, Freunde des Ethical Hackings? In diesem Video wollen wir die Log4j-Schwachstelle besprechen. Erstmal gehen wir drauf ein. Was ist überhaupt Log4j? Ganz kurz und knackig. Dann gehen wir, ihr kennt mich, ich bin ein Freund von Angriffen, von Exploitation. Dann gehen wir zum Angriff rüber und im dritten Schritt schauen wir, wie wir Zero Day spotten können. Ohne viel Aufwand, ja, also das ist auf jeden Fall ein ganz geiler Trick am Ende des Videos, wie ihr selber ganz schnell einen Zero-Day spotten könnt, um damit vielleicht ein paar Bug-Bounties abzugrasen, um damit ein paar Minecraft-Server hochzunehmen oder was auch immer, ja. Also fangen wir an. Was ist überhaupt Log4j? Also Angreifer lieben es ja natürlich, das finde ich auch so geil immer in der Hacker-Szene, ja. Angreifer sind immer so clever, dass sie sich die besten Uhrzeiten finden, um Schwachstellen zu exploiten. Das Ding war jetzt irgendwie am Freitagabend, ging die Meldung los, oh, da ist ein Minecraft-Server hochgegangen. Ja, irgendein Minecraft-Server oder Chat oder was auch immer wurde da exploitet mit einer Log4j-Schwachstelle. Ja, Log4j ist irgendwie eine Lava. Es ist eine Lava-Bibliothek in Java, aber es ist auch eine Java-Bibliothek in Lava. Ja, es ist auf jeden Fall irgendwie eine Java-Logging-Application und das Ding ist gefühlt überall mit drin. Egal, ob jetzt das Herz eines Minecraft-Spielers, egal, ob es jetzt Amazon ist, ich glaube sogar eBay, wenn ich mich nicht irre, aber auf jeden Fall betrifft es so viele Systeme, die auch nicht öffentlich dokumentiert sind. Also es geht nicht nur um die tausende Systeme, die jetzt schon öffentlich genannt wurden, sondern auch darüber hinaus, ja. Und das ganze Bild hier beschreibt nämlich super, wie das Internet heutzutage aufgebaut ist, ne, oder viele Applikationen. Da sehen wir hier oben die moderne Infrastruktur, ganz kompliziert, ganz abgefahrene Designs, ganz abgefahrene Sachen, super hochkomplex das Ding. Und hier unten haben wir von irgendeiner zufälligen Person, ja, in Nebraska, die 2003 mal irgendeine Bibliothek entworfen hat, worauf gefühlt das ganze Gerüst hier basiert. Deswegen ist diese Schwachstelle so hoch explosiv und gefährlich, weil, ja, die wurde halt mal irgendwann benutzt. Ja, irgendwer dachte, das ist sehr, sehr clever, das überall mit einzubeziehen. Und darauf basiert das ganze Ding hier. Ja, alles, was wir heutzutage benutzen, basiert irgendwo da drauf. Und deswegen ist es hier sehr, sehr leicht, das Ding zu brechen. Ja, also ein cooles Meme irgendwo, was das ganze Ding beschreibt. Was genau ist Log4j eigentlich? Log4j ist einfach nur eine Bibliothek in Java, womit man Sachen loggen kann. Ja, also wie hier so ein Restaurant-Kellner, der Sachen aufschreibt, wenn Leute irgendwie was bestellen wollen, das Ganze irgendwie zu loggen, ist eine ganz normale Sache, ja. Also jeder, der irgendwie eine Webanwendung fährt, muss ja in irgendeiner Art und Weise Sachen loggen. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches oder so. Das Problem ist daran nur, dieses Log4j, da war jemand ganz clever und hat sich gedacht, ich logge mal nicht nur, was passiert, sondern interpretiere und führe auch noch zufällige Sachen aus. Das heißt, wenn wir als Angreifer aus der Ferne irgendwie was Zufälliges, eine Java-Funktion oder irgendwas Zufälliges da reinwerfen, dann wird das ganze Ding nicht nur geloggt, sondern auch interpretiert, sondern auch interpretiert und ausgeführt. Und dann haben wir natürlich das, was ein Angreiferherz ganz, ganz schnell hochschlagen lässt, ja, Remote Code Execution, ein CVSS-Score von 10.10, ja, 10 von 10, das ist einfach das Gefährlichste überhaupt. Warum? Weil einfach die ganzen Konditionen zutreffen. Es ist super easy auszunutzen, an erster Stelle, das freut uns natürlich. Es betrifft haufenweise Sachen und Remote Code Execution, also aus der Ferne, ne? Wir können das einfach aus der Ferne fremde Systeme übernehmen. Also an alle Minecraft-Kiddies da draußen, gut aufpassen. Gut, schauen wir jetzt uns mal den Angriff an. Ja? Der Angriff ist relativ simpel auszuführen, ein bisschen komplizierter zu beschreiben. Hier ist ein cooles Bild, was das Ganze beschreibt. Ich will darauf jetzt nicht zu krass in der Tiefe eingehen, aber nur ganz kurz. Was wir machen ist, wir geben einen User-Agent mit. Ja, wir benutzen hier die Java-Naming-Convention Schlag mich tot, um einfach eine LDAP-Anfrage rauszusenden und zu sagen, ey, guck mal, frag mal hier bitte evil.xa an. Also eigentlich geben wir hier nun diesen einen String mit rein in den User-Agent. Wir sind hier der Angreifer, ja. Wenn das ganze Ding nicht von der WAF geblockt wird, und das ist die Stelle, wo man als Angreifer versus Defense-Typen, also versus Cyber-Defense, irgendwo immer im Struggle ist. Ja, das ist dieser Kampf. Meistens ist das der Battle-Kampf, das Battle-Schlachtfeld, wo wir dann immer wieder kämpfen mit Waffen, dann werden die Waffen erkannt. Dann versuchen wir uns neue Waffen auszudenken, dann werden die wieder erkannt, ja. Und so geht das schon die ganze Zeit. Also das ist immer die erste Eintrittsstelle. Gut, und wenn das von der Waffe geblockt wird, kommt es halt nicht mehr durch, ne. Dann haben wir hier unseren Server, der das ganze Ding irgendwo mit Log4j, wenn es dann aktiviert ist, das ganze Ding loggt, interpretiert und dann kriegen wir vom LDAP-Server eine Anfrage zurück und dann haben wir natürlich Code Execution. Das ganze Ding ist eine Java-Deserialization-Schwachstelle, also
Da wird irgendwie Code interpretiert und ausgeführt. Für Deserialization mache ich nochmal eigene Videos. Das ist auf jeden Fall ein sehr komplizierter Angriffsvektor an sich. In dem speziellen Fall jetzt ist relativ simpel. Ne? Wir müssen einfach nur diesen User-Agent mitgeben, scannen danach, boom, fertig. Also das an der Stelle. Ich finde, das Bild ist vor allem für Leute, die das Ganze verhindern wollen, sehr gut beschrieben. Ne? Also was du hier alles machen kannst, schalt das einfach aus, patch das ganze Ding. Und die Patches, da kommt jetzt natürlich der Kampf hinzu, ja, die sind nicht immer ganz valide. Also die können wir auch immer umgehen. Das war jetzt einfach nur ein random Screenshot. Gehen wir mal hier seit langer Zeit wieder mal in unser erhofftes, wunderschönes Parrot-System rein. Ja, und was ich jetzt hier an der Stelle mache, ist, ich entferne das Ganze mal, um das nochmal zu zeigen. Ja, wir haben hier auf GitHub eine GitHub-Seite, eine Repository. Ja, ich kann das Wort immer sehr schwer aussprechen. Ihr wisst ja, ich habe meine Sprachfehler und so weiter. Was ich jetzt mache, ist einfach nur, ich gebe einen Git-Klon, damit ich den Inhalt der gesamten Seite einmal auf meine lokale Box ziehe. Mit ls sehe ich dann den Ordner. Mit cd kann ich dann rein navigieren. Dann sehe ich, ja, es ist eine Docker-File. Ihr wisst, ich hasse Docker, aber an der Stelle lasse ich mich dazu herab, Docker zu benutzen. Ja. Was das Ganze jetzt hier ist, ist einfach nur, ich bilde mit einem Docker ein Testsystem. Das Ganze müsst ihr nicht machen. Es gibt auch ein geiles TryHackMeLab dafür. Das heißt, ich verlinke unten auch nochmal ein TryHackMeLab, wo ihr das Ganze üben müsst, ihr üben könnt, ohne das Ganze so aufzusetzen, wie ich das mache. Ja. Erstmal müsst ihr, falls ihr keinen Docker habt, erstmal generell einen Docker installieren. Dann gebt ihr hier einmal ein Docker-Build log4j. Ne? Dann heißt das ganze Docker-System wird dann mit diesem Namen hier einmal kreiert. Das dauert einen Augenblick, da werden sehr viele Libraries geladen, deswegen werde ich das an der Stelle jetzt hier mal kurz skippen. Und nachdem ihr das Ganze aufgebaut habt, könnt ihr hier eingeben Docker Run, also führ mir den Docker bitte aus, auf Port 8080 und den Namen des blöden Dockers. So, ja, wir müssen das Ganze natürlich mit Sudo-Berechtigung durchführen, weil das ein blöder Docker ist. Ne? Also ihr merkt schon, ich habe ein Fable für Docker. Und sobald ich hier diesen Command ausführe, was das Ganze jetzt hier nur macht, ist, hier haben wir ein Java-Testsystem mit log4j, also mit der richtigen Java-Version und auch mit der log4j-Version, die anfällig ist für diese Schwachstelle. Was ich jetzt mache, ist, ich öffne einfach eine Netcat-Session, um eingehende Verbindungen bei mir reinzubekommen, ja, also auf Port 444, höre ich gerade zu, ich listene gerade, ja, ich höre gerade zu, was da alles reingeflogen kommt. Dann gebe ich einmal ein curl localhost 8080, weil das ja bei mir auf der lokalen Maschine auf Port 8080, wie wir das hier spezifiziert haben, weil er das ganze System fährt. Und jetzt müssen wir im Prinzip nichts weitermachen, außer zu sagen, ich gebe dir mal einen bösartigen User Agent mit, ja, mit Bindestrich H könnt ihr das bei curl machen, User Agent und dann unser wunderschöner Exploit. An der Stelle müssen wir die IP-Adresse ifconfig docker 0, die IP-Adresse von unserem Docker mitgeben, ja, von unserem blöden, bescheuerten Docker, damit wir den ja ansprechen können, ja. Wenn ihr keinen Docker habt, müsst ihr hier die IP-Adresse angeben des Systems. Gut, ich gehe mal Port 444 an, weil wir hier zuhören und darauf hoffen, dass wir hier eine eingehende Verbindung kriegen. Das würde an der Stelle auch reichen, wir können aber auch noch slash a mit hinzugeben. Und sagen, bumm. So, was dann passiert ist, wir sehen hier, das ganze Ding wurde gelockt und ausgeführt. Wir haben hier eine Verbindung bekommen. Das ganze Ding läuft jetzt über LDAP. Also LDAP ist ein eigenes Protokoll nochmal. Das heißt, hier, das ganze Ding ist wirklich nur, um einen Proof of Concept zu zeigen. An der Stelle haben wir noch keine voll interaktive Netcat-Session, sondern das ganze Ding ist jetzt wirklich nur einmal, um einen Beweis zu machen. Bei TryHackMe gibt es ein geiles Lab, da seht ihr dann auch nochmal, wie ihr das ganze Ding überführen könnt von, ja, einfach nur hier einmal geguckt, ist es überhaupt grundsätzlich möglich? Und dann hochstufen auf eine richtige Reverse Shell. Also jeder, der hier ein Live-System attackiert und bis zu der Stelle kommt, wo er hier eine Connection bekommt, der darf mich bitte ganz gerne anschreiben. Ich reagiere da sofort innerhalb von 5 Minuten und dann werde ich euch auf jeden Fall helfen, wenn ihr hier nicht mehr weiterkommt für eine Reverse Shell, für eine vollständige, richtige Reverse Shell. Das hier drinne, da können wir natürlich nicht viel machen. Ne? Aber das war soweit der Exploit, der am Freitag funktioniert hat. Jetzt gibt es dafür einen Patch. Gut, das ist ja eigentlich blöd. Ne? Wenn alles gepatcht wurde, sollte hier alles sicher sein. Warum erzähle ich hier überhaupt noch was darüber? Ja,
Wie es so oft ist in der InfoSec-Community, gibt es jemanden, der das Rad einmal neu erfindet, der setzt da Monate, Jahre Arbeit rein, entdeckt das ganze Ding und danach gibt es aber ganz viele Leute, die sich dann hinsetzen und immer weitere Bypass-Methoden, also immer weitere Möglichkeiten für die Patches, die rausgekommen sind, um die irgendwie zu umgehen, ja, um wieder was Geiles reinzubringen. Deswegen gibt es hier verschiedene CVEs, die aber im Prinzip alle irgendwo dasselbe sind, nur halt mit weiteren Methoden. Und hier sehen wir ja den neuen String, den wir einfach nur mitgeben müssten. Ja, also hier das Update wird es wahrscheinlich noch weitere geben. Also hier Lunasec, den Blogpost immer gut im Auge behalten. Da wird wahrscheinlich morgen der nächste Blogpost kommen. Ja, und übermorgen der nächste. Und so geht das die ganze Zeit weiter. Da an der Stelle ist es für einen cleveren Angreifer ganz wichtig, das Ding im Auge zu behalten. Ja, und wenn wir da wieder zurückgehen zu unserer PowerPoint und sagen, oh, was ist jetzt eigentlich, das Wichtigste, was ist jetzt eigentlich das Wichtigste, wie kann man hier einen Zero Day finden, dann ist meine ganz klare Empfehlung Twitter, ja, also der cleverste Angreifer ist eigentlich der 24 Stunden auf Twitter verbringt, weil alles ist dort, alles, was ihr an Bypass-Methoden braucht, die geilsten Zero Days sind da, ihr müsst euch noch nicht mal die Mühe machen, einen eigenen Zero Day zu finden, wobei das noch nicht mal allzu schwierig ist, also so einen Bypass zu finden, indem ihr einfach nur ein paar Sachen obfuskiert, aber sogar die Mühe muss man sich nicht machen, wenn man auf Twitter ist. Man muss schnell sein, ja. Die Cyber-Defense-Leute sind auch auf Twitter. Die Leute, die Patches bereitstellen, sind auch auf Twitter. Das heißt, es gibt so ein ganz kleines Zeitfenster, wo auf Twitter was neu rauskommt. Und dann habt ihr nur ganz wenig Zeit, maximal ein paar Tage, um das ganze Ding anzuwenden. Ja, deswegen immer gut Twitter im Auge behalten. Ich weiß nicht, warum sich das so etabliert hat, dass einfach alle Hacker auf Twitter sind. Aber dort habt ihr auf jeden Fall die größte Möglichkeit, immer Zero Days zu spotten. Ja, und das war es im Prinzip auch schon. Also so einfach könnt ihr das ganze Ding exploiten. Einfach nur hier diesen User-Agent mitgeben und dann hier evilhost.com. Das ersetzt mit eurer eigenen, mit eurem eigenen Host, ja. Und das war es im Prinzip auch schon. Also so einfach funktioniert der ganze Exploit. Gut, wenn es dazu noch Fragen geben sollte, Freunde, dann ballert die einmal unten in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.